Da seht ihr es. Idylla, das prachtvolle Symbol unseres Versagens. Kommt, lasst uns nun zu Anorkathos gehen. So zieht er nicht um. Er mag sich vielleicht vor den Nöten unseres Volkes verstecken. Aber er wird keine Besucherin abweisen, die von Ithene gesandt wurde. Mhm. Und warum versteckt er sich? Die Götter erwählten den Primus, um uns Kolossae anzuführen und ihren Willen umzusetzen. Wir sind die Auserwählten Ithenes, der Göttin der Weisheit. Oder zumindest waren wir das. Ithenes Worte, die uns einst so vertraut waren, sind seit einiger Zeit verstummt. Seit Jahren betet der Primus in Abgeschiedenheit, aber sie antwortet nicht. Oh, vielleicht bin ich die Antwort. Lebt wohl. Ich dachte, ich soll dir folgen. Sei nicht immer so unhöflich. Alles ist immer gemein. So, lebt wohl, tschüss, auf Wiedersehen, folgt mir. Hey, warte doch mal. Lauf doch nicht so schnell. Gebt Acht, wo ihr hintretet, Berufene. Ich möchte nicht, dass das Versagen der Kolossai noch mehr Leben kostet als ohnehin schon. Soll das heißen, ich kann da runterfallen? Warum ist in der Stadt eine Grube? Es war nicht beabsichtigt, dass sie hier ist. Zumindest nicht von uns. Aber derartige Fragen solltet ihr besser dem Primus stellen. Es genügt, wenn ich euch sage, dass sie in Erwartung auf etwas entstand, was nie eingetreten ist. Okay. Opfert ihr hier Leute? Ich hake einfach nicht näher nach. Ich werde schon erfahren, wenn es wichtig ist. Seid in diesen Landen vorsichtig. Hui, da geht's aber tief runter. Oh, ich kann tatsächlich hinunterspringen mit F. Ich glaube, das ist keine so gute Idee. Gut, weiter geht's. Schöne Rundführung hier. Oh, wo geht's denn da lang? Hey, wo geht's da lang? Hey! Hey, 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 listen, hey! Ihr müsst die Berufene sein. Das spricht sich aber schnell rum. Hey, hey, listen, hey! Wait! Hinter diesen Treppen liegt das Allerheiligste des Primus, des Anführers des Volkes der Kolossai, in den Zähnen von Naros. Ich muss euch warnen. Anorkathos hat diese Räume seit Jahren nicht mehr verlassen. Er hat geschworen, so lange zu beten, bis die Götter ihm antworten. Und sein Volk hat deswegen gelitten. Aber ich glaube, seine Antwort ist nun endlich eingetroffen. Sprecht mit ihm, Berufene. Sein Volk braucht ihn. Kommt es nur mir so vor oder spricht sie mit zwei verschiedenen Stimmen? Eine sehr laute Blablabla und eine sehr leise und weiche. Egal, habt ihr einen Rat bezüglich Anorkathos oder renne ich da rein und der haut mich erstmal mit dem Hammer gegen die Wand? Ich bezweifle, dass er nach all den Jahren in seinem Allerheiligsten noch der Primus ist, den ich einst kannte. Okay, vergessen wir es. Und obwohl die Abwesenheit der Götter an uns allen zehrt, leidet doch niemand mehr als er. Er wird euch vermutlich für die Antwort auf seine Gebete halten. Das bedeutet knuddeln. Mit einem Steinwesen. Okay, danke für eure Hilfe, Sekandra. Lebt wohl. Ja, auch. Also ich meine, ich lebe nicht wirklich, war eh schon mal tot, aber ich, ja. Okay, das ist eine coole Tür. Das will ich auch haben. Okay, vorsichtig langsam da rein. Kann ich nicht vorher noch irgendwo auf die Toilette gehen? Nein, muss ich hier gleich runter. Okay, gut. Wo bin ich denn hergekommen? Moment, also von hinter mir bestimmt. Ach, ich frag gar nicht nach. Ach, von da unten. Ach so, ich bin hier schon die Treppen unten. Okay, ich kann mich einfach nicht daran erinnern, dass ich die Treppen komplett nach oben gegangen bin. Da sind Bücherregale mit Sachen drin und Sachen zum, Hey, Moment, die Steinfratze kenne ich doch. Oh. Hi, was geht? Hey. Hey. Okay. Will nicht mehr mit uns reden. Dann schaue ich mir erstmal an, was es hier für Schriftrollen gibt. Psalme. Und Psalme und Psalme. Und eine verfluchte Truhe. Stört sowas nicht in der Nähe eines Tempels? Dann versuchen wir die mal zu bannen. Das ist ja sowieso nicht. Aua. Das hat wehgetan. Stulpen der Blitzabwehr. Kann ich eh nicht gebrauchen. Warum mache ich das dann jedes Mal? Vielleicht sollte ich mal diese Fähigkeit aufleveln, damit ich das immer automatisch machen kann. Okay. Dann reden wir jetzt also mit jemandem, der jahrelang in Einsamkeit verbracht hat als Steinwesen und dessen Gebete nie erhört wurden. Und wir sind sozusagen das, worauf er die ganze Zeit gewartet hat. Ich bin sehr gespannt. Sehr gespannt.
Der Weg mag voller Mühsal sein, doch wisset, dass er euch ins Land unserer Erhabenheit führt und dass wir ihn gemeinsam mit euch gehen. Dies waren die Worte, die die Götter zu dem Ahnen unseres Volkes sprachen, als sie uns von unseren niederen Ursprüngen zur Entfaltung unseres Potenzials führen wollten. Ich habe diese Worte an jedem Tag meiner Herrschaft in meinem Herzen getragen. Doch nun haben sie Gestalt angenommen. Seid willkommen, Berufene. Diese Stadt wird endlich vollendet werden. Diese Stadt ist unvollendet, aber warum und vor allen Dingen, was habe ich damit zu tun? Ich bin kein guter Bauarbeiter. Weil wir alle unvollendet sind, mein gesamtes Volk, weil wir nicht würdig genug waren und es noch nicht verdient hatten, derartige Wunder der Götter zu erblicken. Und ich dachte, dieses Versagen sei endgültig. Ich habe in Abgeschiedenheit zu den Göttern gebetet und auf eine Antwort gehofft. Aber sie waren ebenso schweigsam wie der stumme Chor. Nun jedoch ist die Berufene erschienen. Durch euch können die Götter Zeuge sein, wie wir für unsere Unzulänglichkeiten Buße tun. Wir müssen sofort beginnen mit dem Kranz der Absolution. Kranz der was ist denn Kranz der Absolution und warum macht mir das so Angst? Etwas, das kein Primus jemals tragen wollen würde. Sie werden nur in Zeiten großer Not angefertigt, wenn wir den Göttern unsere Hingabe beweisen müssen. Und warum brüllt er mich so an? Okay, die Götter vergeben euch. Vielleicht akzeptiert er... Nein, ich glaube wohl kaum. Ich vermute, wir werden diesem Volk sehr viel Hilfe anbieten müssen. Und jetzt müssen wir nur herausfinden, was für eine Hilfe. Also was muss ich tun? Nur Hände, die von Athene geführt werden, können den Kranz der Absolution anfertigen. Deshalb muss ich euch bitten, diese Aufgabe zu übernehmen. Okay. Zunächst wird ein goldener Gebetsreif als Grundlage des Kranzes benötigt. Die Kunst seiner Herstellung ist nahezu vollständig in Vergessenheit geraten. Aber ich benötige dennoch einen. Arkes, der letzte Primus, der einen Kranz der Absolution trug, wurde mit einem derartigen Reif begraben. Sikandra hat euch doch zu mir geführt. Dann wird sie euch auch zu dem Reif führen. Also brauchen wir Arkes Reif aus seinem Grab. Vielleicht gibt er ihn uns nicht freiwillig. Erzählt mir etwas über die Zähne von Naros. Dieses Land ist die Feuerprobe, in der mein Volk für sein neues Schicksal geschmiedet werden könnte. Es ist so hart und ungastlich, dass es mein Volk bei jedem Schritt zurückweist. Ich fand's eigentlich ganz schön, da waren überall grüne Bäume. Okay, und Idylla, die Stadt? Sie ist gewaltiger als jede Stadt und jeder Tempel, den ihr in dieser Welt finden werdet. Dessen versichere ich euch. Und doch ist die Stadt trotz all ihrer Pracht noch unvollendet. Ja, ich hab's gesehen, da ist ein gigantisches Loch auf dem Dorfplatz. Ich würde da mal einen Stein reinstopfen. Und die Göttin Athene, die ihr anbetet. Gibt's da irgendeinen besonderen Grund für? Die Göttin hatte mein Volk über Generationen hinweg beschützt. Sie war es, die seine Entwicklung möglich machte. Doch aus irgendeinem Grund befand sie uns als ihrer unwürdig. Ich habe dafür gebetet, den Grund zu erfahren. Aber ihr Zorn muss zu gewaltig sein. Mir kam die Steinstatue ziemlich freundlich vor. Und die Chiffre, was ist denn das eigentlich genau? Das trage ich jetzt ja mit mir rum und das müllt mir mein Inventar total zu... Nein, natürlich nicht. Was ist denn das für ein Symbol? Was ist das für ein Stigma, das ich jetzt mit mir herumtrage? Es gibt in dieser Welt zahllose Artefakte. Doch die Chiffre von Athene...
Ich habe zwar Hinweise auf sie in Büchern und Schriftrollen gefunden, sie jedoch niemals mit eigenen Augen gesehen. Sie zu tragen macht euch zu einer Verkörperung von Ethenes Macht, Berufene. Sie hört und sieht durch euch. Er meint Ethenes, Google. Oh mein Gott. Und der stumme Chor, den ihr vorhin erwähnt habt, das hat mich jetzt doch neugierig gemacht. Was meint ihr denn damit? Der stumme Chor ist eine Gruppe tiefgläubiger Anhänger. Roberte. Die mir dienen, so wie ich den Göttern diene. Ihr Glaube reicht so tief, dass sie seit Anbeginn ihres Dienstes schweigen. Und ab und zu mal merkwürdige Worte rausbrummen, die dann andere Leute durch die Luft wirbeln. Na, doch nicht. Okay, und wo ist jetzt Arcus Reif? Er liegt in seiner Gruft, dachte ich mir, in den dunkelsten Stollen unterhalb der Stadt. Toll, Spinnen, das sind Ratten. Uralte Hallen, die inzwischen nicht mehr genutzt werden. Noch mehr werden. Spinnen und Ratten. Mir ist bewusst, dass es Vorbehalte dagegen geben könnte, ein derartiges Artefakt aus der Gruft meines Vorgängers zu bergen. Doch es ist der Wille der Götter. Das versichere ich euch. Wir befinden uns in verzweifelten Zeiten. Und wenn uns die Götter ihre Wünsche offenbaren, muss die Feierlichkeit zurückstehen. Ihr müsst ja nicht da runterkriechen zu den Spinnen und Ratten. Na gut, ich kenne mich mit Spinnen inzwischen aus. Dann leb wohl. Kommt, Berufene. Ja, ich bin auch schon da. Hallo. Na dann nicht. Was gibt's hier denn Schönes? Liturgie des Wortes. Ihr habt nicht zufällig ein Haus hier für mich, wo ich meine Gegenstände lagern kann. Hier außen rum. So. Man kann ja in diesem Spiel nicht springen oder klettern. Aber es gibt Schutzzauberbannen. Nö, das könnt ihr selber machen. Ihr habt da übrigens eine Truhe, die verflucht ist. Wollte ich euch nur gesagt haben. Gut, wir sind also wieder mal die Antwort auf alle Dinge. Die Antwort auf alle Fragen, die Antwort auf jedes Gebet. Das scheint in diesem Spiel, unser Schicksal zu sein, falls wir denn ein Schicksal haben. Haben wir eigentlich ein Schicksal als Schicksalslose? Ich höre euch zu. Was? Wer? Ihr seid zurück. Ah. Und? Die Untertanen des Primos sind schon seit Ewigkeit nicht mehr in den Genuss seiner Worte gekommen. Was hat er zu euch gesagt? Eine Menge verstaubter Sachen hat er... Er hat mich ich muss... Ich brauche Arcus Reif und muss dabei seine Gruft plündern. Aber das müssen wir ja nicht auf diese Art und Weise ausdrücken. Arcus Reif. Und Anorkartos erwartet von mir, dass ich euch zu ihm führe? Ja. Hat ihm die Abgeschiedenheit den Verstand geraubt? Oh. Hat er seine eigene Geschichte und die seines Volkes vergessen? Ich weiß nicht, worum es geht. Na schön. Da ich mich dem Primos nicht widersetzen kann, treffen wir uns in den Grüften, in den Unterschächten der Stadt. Toll. Bringen wir die Sache so schnell wie möglich hinter uns. Hey, Ratten, Spinnen, und wo ist die? Wir finden sie in den Grüften, unterhalb der Kanalisation der Stadt. Ew. Sie sind alte Bauwerke, die in Vergessenheit gerieten, als die Stadt über ihnen errichtet wurde. Warum hat man das denn gemacht? Man errichtet nicht auf anderen Bauwerken, die eventuell mal einstürzen könnten, eine ganze Stadt? Wisst ihr das denn nicht? Ach Gott. Lebt wohl. Tschüss. Muss ich dir jetzt folgen? Ach so, ich kann da... Ach, ich muss in den Gulli. Nee, kannst du knicken. Oh, guck mal, noch eine verfluchte Schatztruhe. Sehr schwer. Na, das ist ja mal, da fühlt man sich gleich bestärkt. Hallo. Gibt's hier auch irgendwo ein Imbiss, ein Hotel? Erstens hätte ich gerne wieder Tag und zweitens würde ich gerne Klimbim. Guck mal, Quests und Klimbim. So, super. Sind wir richtig Gasthäuser. Wow. Das ist der Markt von Idylla. Im richtigen schönen Marktplatz hier. Das gefällt mir. Ich kann eure Ausrüstung reparieren. Oh, ihr könnt unsere Ausrüstung reparieren. Ja, dann mach Was mal. Kann ich für euch tun, Berufene? Du sollst euch eine Ausrüstung reparieren. Der Säckischleier ist schon ganz schön im Eimer, würde ich sagen. Meine prasselnden Schakrame. Ups. Ach, dann machst du mal alle heile. So. Meine Güte, habe ich viel Geld. Lebt wohl. Lebt wohl. Das habe ich gerade gesagt. Papagei. Okay. Nicht, dass ich jetzt irgendwas Falsches zerlege. Wie zum Beispiel die Flamme oder den Stab, den die mir da geschenkt hat. Ach, egal. Was ich jetzt alles zerlegen kann. Die Flamme will ich behalten.
Habe ich jetzt aus Versehen was Falsches? Nee, ursprüngliches Siegel besitze ich noch. Gut, Sekundärwaffe, ursprüngliches Siegel ausrüsten. Ah, das sieht wunderschön aus. Hust, Räusper. Gibt es noch was Neues? Nee, aber guck mal, mein Inventar ist jetzt schon wieder viel freier. Ach, kann ich jetzt wieder was herstellen? Wir haben doch hier... Moment. Kriegerschurke, Magier. Talisman, Kutsche, Handwickel, Waffen. Schauen wir doch nochmal bei den Chakramen. Ach Gott, was ich alles herstellen kann. Schauen wir nochmal bei den Chakramen vorbei. Was gibt es hier eventuell? Wow, 60 gibt das schon mal. Azurit-Frostscheiben. Das ist ja für den Eis, fürs Eis schon mal nicht übel. Blitzschaden gibt es hier hinzu. Hier gibt es jetzt mehr Leben, mehr Volltrefferchance. Das finde ich auch gut. 10% mehr Mana. Plus 20 Leben. Mehr Mana ist ja ganz gut. Das sieht gut aus. Jetzt müssen wir mal vergleichen, die Chakrame. Wir tragen zurzeit prasselnde Chakrame. Und das hier. Ja, natürlich. Die wollen wir jetzt herstellen. Edle Azurit-Chakrams. Nee, die nennen wir jetzt mal... wie nennen wir die denn mal? Bofrost-Chakrame. Hier, ne, die frieren ein. Versteht ihr? Nein, dann, wir könnten sie auch Bifrost nennen. Moment, ich nenne sie mal Bifrost. Lokis Lieblingschakrame vom Bifrost. Ich weiß nicht, ob man das so schreibt, der Bifrost. Aber ist ja nur ein Name, ne? Weiter geht's. Kann ich vielleicht jetzt inzwischen schon wieder irgendwas Tolles herstellen, wie zum Beispiel eine schöne Kopfbedeckung? Haben wir ja eigentlich erst gemacht, oder? Haben wir erst eine Kopfbedeckung hergestellt? Ich glaube nicht, bin mir nicht sicher. Eisresistenz, Rüstung, 15% Rüstung, gut. Lebensregeneration ist nicht so wichtig wie mehr Leben. Mehr Leben. Ich bin mir aber nicht sicher, ich warte einfach, bis wir was Interessantes finden. Aber die Chakrame, die möchte ich jetzt gerne ausrüsten. Bifrost-Chakrame. Na, die sehen doch toll aus. Passen auch ausgezeichnet zu unserer neuen Robe. Wunderbar. Und dann die prasselnden Chakrame können zum Plunder hinzugefügt werden. Und können wir die zerlegen hier eventuell? Was? Jetzt habe ich irgendwas getrunken. Ich wollte doch gar nichts trinken. Ich weiß nicht, warum es... Ja, egal. Prasselnde Chakrame kann ich tatsächlich zerlegen. Gibt es einen einfachen Griff für. Ne? Das habe ich ja total viel für bekommen. Ursprüngliches Zepter, die Flamme. Nee, das behalten wir mal. Oder wenn ich das zerlegen würde, was würde dann passieren? Würde ich denn diese anderen... Ich meine, ich brauche ja nur den Stab. Ich brauche dieses Zepter nicht. Ursprünglicher Pflock. Vielleicht kriege ich dann, kann ich dann Sachen herstellen, die Ursprungsschaden machen. Das wäre doch mal eine interessante Sache. Oh, hi. Alles, was ihr braucht, gibt es hier auf dem Markt. Und eine Truhe zum Klauen. Seid ihr, kann ich was kaufen bei dir? Hallo. Willkommen auf dem Markt von Idylla, Berufene. Kann ich euer Interesse für eine frisch geschärfte Waffe wecken? Ich habe mir gerade selber eine gemacht, aber ich würde mir trotzdem gerne anschauen, was du im Lager... Meine Güte, ist die riesig. Wow, was zum schockende Chakrame der Wildnis. Oh, wow, die können reinhauen. Die sehen toll aus. Oh, Mano. Kann ich mir alles nicht leisten. Irreführender Hammer, psychopathische Monsterklinge, Chakrame der Flamme. Kann ich ein Plunder verkaufen. Lebt wohl. Gehabt euch wohl, Berufene. Ja, klar. Und kann ich hier drüben vielleicht... Die Berufene. Kann ich euch für einen Trank begeistern? Ja, alte Frau. Braucht ihr etwas für die Behandlung von Fleischwunden? Au. Die Terüxe unter der Stadt können recht lästig sein. Terüxe unter der Stadt. Keine Spinnen, keine Ratten, Terüxe? Oh, ich freue mich total drauf. Einkaufen. Meisterhafter Heiltrank. Großer Heiltrank, einfacher Heiltrank. Kommen wir mal lieber einfache Heiltränke. Für ganz viel Geld. Oh, Himmels... Ist der teuer? Oh, das ist nicht teuer. Die nehmen wir mal mit. Und zwar alle. Hier kann ich einen Rucksack kaufen. Oh ja. Meisterhafte Magie, Intellig... Meist Frostschutz, Stahlfang, Schlange, große Kriegs... Große Lebensregeneration will ich kaufen. Kann ich das nicht schon? Ach, das ist ja auch egal. Meisterhafte Magier, Intelligenz. Ach, kaufe ich doch auch. Wenn ich hier schon stehe. Und das kaufe ich einfach auch alles. Ach, komm schon. Reagenzien. Einfache Heiltränke. Wie viele davon habe ich verbraucht? Das weiß ich gar nicht mehr. Große Heiltränke, nicht so viele. Ist ja teuer hier. So. Lebt wohl.
Ich habe Tränke für alle Lebenslagen. Das freut mich. Das Alchemielabor können wir auch selber nochmal nutzen. Was habe ich denn jetzt hier angeklickt? So. Neuling, Geübter. Immerhin ein paar Sachen können wir schon mal herstellen. Irgendwie kann ich jetzt diesen... Kann ich das nicht mehr anklicken? Kann ich jetzt hier wieder scrollen? Wieso kann ich hier nicht scrollen? Ich habe da reingeklickt und seitdem kann ich nicht mehr scrollen. Achso, ich muss auf zurückklicken, oder? Jetzt habe ich das Spiel verbuggt. Naja, egal. Ich muss erstmal nichts herstellen. Das reicht erstmal so. Ich habe ja genügend Sachen. Auch im Inventar. Wer seid ihr? Kann ich euch für eine Rüstung begeistern? Die klingen alle, als wären sie alte Frauen. Dabei sehen die doch sehr rüstig aus. Versteht ihr? Verkauft Rüstungen und sieht rüstig. Ja, sehr gut. Willkommen in Idylla, Berufene. Hi. Ich hoffe, ihr findet die Stadt ebenso prächtig wie wir. Ja, die ist wirklich beeindruckend. Besonders die Köpfe, aus denen überall Wasser rausfließt. Ach, du Heilige. Unangreifbarer Talisman des Winters. Wow, den könnten wir sogar schon benutzen, aber das Geld habe ich nicht. Kann ich denn nicht vielleicht Sachen verkaufen, damit ich... Ich brauche 71.000. Ich brauche 71.000. Was habe ich? All meinen Säbel. Dafür kriege ich immerhin 7.000? Die brauche ich ja nicht. Den kann sie mal haben. Den Ring. Den brauche ich ja auch nicht. Band der Elektrizität brauche ich ja auch nicht. Gut. Halt, Moment, ich wollte doch gar nicht zurück hier. Jetzt kann ich den unangreifbaren Talisman des Winters kaufen, nicht wahr? Oh, 1009. Blockt Schaden von Gegnern, wenn du ange... Ja, cool, 15%ige Chance. Das ist doch mal viel besser als den Imba-Talisman. Ja, Johnny Imba, das tut mir leid, aber ich finde ihn cooler. Ich will den haben und bin jetzt komplett pleite. Mit mir an eurer Seite habt ihr nichts zu befürchten. Ah, ihr kommt mit und helft mir? Das finde ich aber lieb. Ausrüsten. Wow, der ist schön. Obwohl wir diese Dinger ja noch nie benutzt. Hust. Gut, wir sind jetzt pleite. Das macht aber gar nichts. Ein bisschen einkaufen muss ja auch mal. Was gibt's denn hier? Ursprüngliche Schakrame. Ich will gerne ursprüngliche Schakrame haben. Ich will ursprüngliche Schakrame haben. Die macht ursprünglichen Schaden. Das ist cool. Aber man, jeder sieht uns hier. Moment, nö, das ist gar nicht wahr. Ich bin hier in der Ecke. Niemand sieht mich. Niemand sieht mich. You can see me. I'm here in the edge of glory. In the edge of glory. Ja. The edge, the edge, the edge, the edge. La 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 la. So, was habe ich denn jetzt bekommen? Ich habe jetzt hier noch eine voll epische abgeschirmte Robe und Soldatenroben, die brauche ich nicht, aber die machen... Oh, Mana-Regeneration. Halt, Moment. Ja, die machen aber auch, aber die geben Leben. Aber die haben nicht so viel Power. Die könnte ich dann später mal zerlegen, wenn die Leben geben. So, unsere Sekundärwaffe. Da ist ja... Also der macht hier auf jeden Fall sehr viel interessanten Schaden, aber die ursprünglichen Schakrame sind auch richtig toll. Die rüste ich mal aus, weil ich mit Schakramen einfach immer besser klarkomme. Egal, was auch immer ich tue. Ich sehe ja niemanden, ne? Ich kann ja einfach mal die Geschichte der Kolossei... Lalalala. Ich hab's... Kann ich euch für eine Rüstung begeistern? Ich hab's nicht geklaut. Alles, was ihr braucht, gibt es hier auf dem Markt. Was ist da? Ach, da muss ich auch noch aufschließen. Wenn ich mich jetzt hier verstecke, sieht die mich da? Kann ich dann immer noch aufschließen, wenn ich jetzt... Oh, tatsächlich, das war... Aber die sieht mich direkt hier durch. Und so? Verdammt, das hat die mich gesehen. Mal gucken. Die starrt mich direkt an. Das ist vielleicht ein bisschen auffällig. Da müsste ich meine Schleichfähigkeiten erst verbessern. Na gut, dann nicht. Alles, was ihr braucht, gibt es hier auf dem Markt. Das hast du schon mehrfach erwähnt. Dankeschön. Was kann ich hier kaufen? Hallo. Die Verarbeitung von Gemmen ist meine Spezialität. Oh, was der für eine geniale Stimme hat. Da kann man aber nur Gemmen entfernen. Nee. Habe ich dann noch irgendwo Punkte, wo ich Gemmen... Was gibt's denn hier für Schriftrollen? Geschichte der Kunden. Das habe ich schon. Hab ich schon. Und ihr? Ich bin sicher, ihr findet in meinem Angebot etwas, das euch zusagt, Berufene.
Hier kann ich auch wieder einkaufen. Ach, hier kann ich Gammon kaufen. Halskette der Feuerhemmnis. Nö, das ist, muss nicht sein. Okay, hier gibt es also solche Sachen. Ich kann nochmal Plunder verkaufen, der mir überhaupt nichts gebracht hat. Leb wohl. Ich bin hier, falls ihr etwas braucht. Guck mal, eine Truhe, die man... Nee, schon wieder eine schwere Truhe. Gem-Altar ist das hier? Da ist einer. Richtig. Einfassen. Ich habe nichts zum Einfassen, aber ich kann welche herstellen. Aber ich habe einfach nichts zum... Nichts zum Einfassen. Na gut. Dann werde ich jetzt mal an dieser Stelle eine kleine Pause machen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Oder gleich, je nachdem, wie ich die Parts schneide.